Ich grüße euch. Wenn man unter Ablage neu ein komplett neues Projekt beginnt, dann sollte man immer die 01er-Vorlage, zumindest in der österreichischen Version, benutzen, weil hier die ganzen Vorgaben der Ö-Norm, wo die ganzen Farben, die Bauteilfarben und so weiter vorgegeben sind, schon drinnen sind, ebenso wie dann später die Layouts, die Schriftköpfe und so weiter. Also in der 02er habe ich eine sozusagen unter Anführungszeichen nackte Vorlage, wo ich mir dann wirklich alles selber erarbeiten muss und das ist sehr viel. Und in der 01er Vorlage habe ich schon ziemlich viel drinnen, das ich direkt benutzen kann bei der Arbeit. Also immer die 01er Vorlage verwenden. Wenn man das startet, bekommt man hier ein Bild geliefert, das uns erklärt, wie ein AchiCAD-Projekt ausschauen soll. Worauf kommt es hier an? Man sieht, die Geschosshöhe des Erdgeschosses ist genau die Oberkante des Fußbodens, also des Bodenaufbaus. Während die Rohdecke darunter sitzt, um die Dicke des Fußbodenaufbaus tiefer gesetzt. Oben genau dasselbe. Und die Wände sollen nun so eingestellt sein, dass sie immer auf der Rohdecke sitzen und auf der nächsten Rohdecke-Oberkante auch enden. So sollte ein Projekt generell aufgebaut sein. Die Bauteilverschneidungen, das liegt dann später an den Materialien. Also jedes Baumaterial hat eine Verschneidungszahl, eine Verschneidungspriorität. Und jenes Baumaterial mit der größeren Zahl setzt sich bei Überlappungen durch. Das bedeutet, wenn der Beton größere Zahl hat, wird er durchgehen. Wenn der Ziegel die größere Zahl hat, dann wird der Ziegel durchgehen bis zum Ende. Also in diesem Fall, wo die Decke so gezeichnet ist, wird der Beton eine größere Zahl haben als das Baumaterial dieses Ziegels oder was immer das sein soll. Gut, das mal kurz zur Erklärung. Das kann man dann löschen. Und dann geht man hier in der Projektmappe, hier ist die Ausschnittmappe, hier das Layoutbuch, hier das Publisher Set. Also man arbeitet immer von der Projektmappe aus in einem Projekt. Später kann ich es mir in der Ausschnittmappe anschauen, wie das Projekt als Entwurf oder als Einreichplan oder als Polierplan und so weiter aussieht. Wenn ich mir dann gewählt habe, wie das Projekt dargestellt wird, kann ich diese Darstellung später auf ein Blatt Papier legen. Also normalerweise beginnt man hier und zeichnet auch hauptsächlich hier drinnen. Momentan befinde ich mich in den Geschossen, also das, was ich hier sehe, ist ein Geschoss, und zwar das Erdgeschoss, weil das hier fett gezeichnet ist, also fett dargestellt wird. Also hier befinde ich mich im Erdgeschoss, hier sieht man es noch einmal. Man sieht den Nullpunkt, in dessen Umgebung ich zeichnen soll. Und ja, gut, dann komme ich später dazu. Und man sieht Schnitteansichten, wo jetzt noch nichts drinnen ist. Die entstehen erst, sobald ich einen Schnitt zeichne. So, das erste, was ich einmal mache, ich gehe mit der rechten Maustaste auf so ein Geschoss, rechte Maustaste klick und sage Geschosseinstellungen. Und stelle mir hier diese Höhenquoten und Geschosshöhen ein. Das heißt, Untergeschoss, das benenne ich jetzt einmal Kellergeschoss oder Keller. Das benenne ich Erdgeschoss und so weiter. Man sollte sich angewöhnen, hier die Bezeichnungen richtig reinzuschreiben, denn später werden genau diese Bezeichnungen automatisch auf die Schriftköpfe im Layout gelegt. Also wenn da nur EG drin steht, dann steht im Schriftkopf auch nur EG. Wenn ich das ordentlich ausgeschrieben haben will, muss ich es hier reinschreiben. So. Ich möchte hier keine 3 Meter haben, sondern 2,93 zum Beispiel, nur um es zu zeigen, dann springe ich in einen anderen Punkt. Das bedeutet, wenn ich das hier reingeschrieben habe, wird diese Zahl als neue Höhenquote aufaddiert. Das heißt, wenn ich oben noch mehr Geschosse dazugebe, diese Quoten addieren sich und hier habe ich dann immer die entsprechende Höhenquote. Im Keller, wenn ich 2,35 und 40 Zentimeter, minus 2,85, minus 2,5, minus 2,9. Nein, ich nehme minus 2,8. Wenn ich das mache, dann ist die Kellerhöhe natürlich 2,80, weil es geht immer alles vom Erdgeschoss aus. Dann, wenn ich diese Dialogbox verlasse,
muss ich dort drinnen stehen, wo ich dann später wieder auftauchen soll. Ich meine, ich kann später weiter schalten, das ist kein Problem, aber ich stelle mich mal ins Erdgeschoss, wenn ich im Erdgeschoss weiterzeichnen will. Dann sage ich okay. Und jetzt kann ich meine Wände einstellen. Das heißt, die Wände, wenn ich mit Doppelklick auf das Wandsymbol hier gehe, oder hier, Einfachklick, oder Steuerung HTST, wenn ich auf der Wand stehe, dann kann ich hier mal sehen, die Wand würde jetzt von Erdgeschoss, Fußbodenoberkante bis Erdgeschoss, bis Obergeschoss, Fußbodenoberkante gehen. Ich möchte aber um den Fußbodenaufbau nach unten, also minus 2, wenn ich 20 cm Fußbodenaufbau rechne und oben wahrscheinlich dann dasselbe. Das bedeutet, egal wie groß ich die Geschosse hier einstelle, die Wand wandert hier mit diesen Geschossmaßen und geht dann immer vom Geschossmaß eben die 20 cm runter und endet. Oder vom Geschossmaß die 20 cm runter und beginnt, hier in dem Fall im Erdgeschoss und endet im Obergeschoss. Ich könnte auch andere Geschosse verwenden, wenn ich jetzt schon welche drin hätte. Das heißt, eine Wand kann durchaus über mehrere Geschosse gehen. Ich kann aber auch nicht verknüpfen und selber einen Höhenwert reinschreiben. Sollte man aber nicht tun. Außer es gibt Spezialanwendungen dafür. So, dann brauche ich natürlich irgendeine Form des Materials, zum Beispiel Stahlbetonwand oder Mauerwerk-Hochlochziegel, nehme ich zum Beispiel Mauerwerk-Hochlochziegel und sage, ich hätte gerne eine 0,38, eine 0,38er Wand bei uns zum Beispiel. Und dann kann ich schon eigentlich loszeichnen. Was ist hier noch? Wenn ich natürlich nur über ein Geschoss zeichne, dann werde ich die Wand so einstellen, dass ich es nur in diesem Geschoss sehe. Ich kann aber auch sagen, wenn ich über mehrere Geschosse eine Wand zeichne, also wenn ich hier ein anderes Geschoss wähle als das nächste, dass ich es in all diesen Geschossen sehe. Ich zeichne eine Wand und sehe es dann später automatisch in allen Geschossen, wo die Wand durchgeht. Dann hier die Darstellung. Das heißt, das wäre der berühmte Meterschnitt, wird geschnitten dargestellt. Also 1 Meter über Fußboden schneide ich das Geschoss und alles, was geschnitten ist, ist die Darstellung dann im jeweiligen Geschoss. Wenn ich kleiner bin als der Meter, sehe ich oben drauf. Das heißt, dann habe ich nur mehr 2 Außenlinien und sehe keine Innenstruktur der Wand. Wenn ich die Unterkante der Wand über den Meter setze, dann sehe ich es strichliert. Das wäre die Normaleinstellung. Das kann ich auch unabhängig vom Meterschnitt einfach als symbolische Darstellung verwenden, Untersicht, Aufsicht und so weiter. Ich kann sagen, ich sehe nur dann, wenn es wirklich geschnitten ist, was. Oder ich sehe es, also das war das hier. Und projiziert bedeutet, wenn es unter einem Schnitt ist, sehe ich es wieder nur von oben drauf, aber ich sehe es nicht, wenn es oberhalb schwebt. Also das wäre die normale Darstellung für ein richtiges Arbeiten mit Archicad. Aber ich kann es ändern. So. Dann gibt es hier noch die Referenzlinie, die sollte normalerweise außen sein. Das heißt, ich bin es gewöhnt, ich beginne normalerweise links oben und zeichne meine Wandlinie sozusagen rund um das Gebäude und die Wand selber soll dann nach innen fallen von der Linie. Also so. Ich kann die Wand aber auch versetzen von der Linie, die ich zeichne mit der Maus oder mit den Koordinaten. Und ich kann sie auch um einen bestimmten Wert versetzen. Das geht auch hier. So, ich sage mal okay. Und jetzt, wenn ich hier drauf bleibe beim Drücken der Maustaste, also ich drücke die ganze Zeit, dann kann ich hier auswählen, wie ich die Wand zeichne. Ich kann Einzelwände zeichnen, Wandfolgen, Rechtecke, gedrehte Rechtecke. Ich beginne mal mit einer Einzelwand. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel jetzt in der Nähe des Nullpunktes einfach mal beginne, jetzt sehe ich, diese Wand, wenn ich jetzt hier im Uhrzeigersinn rumgehe, fällt in die falsche Richtung nach außen. Ich kann das aber umdrehen. Einfach hier. Jetzt fällt es nach innen. Und ich kann hier mich auf die Hilfslinie stellen. Die muss natürlich dann da sein, dass diese Hackerl alle gesetzt sind. Fanghilfen, Fangpunkte. Also ich stelle mich auf die Hilfslinie drauf, gebe zum Beispiel 10 Meter ein, Enter und habe eine Wand gezeichnet. Nachdem ich Einzelwände habe, muss ich mich jetzt wieder hier hinstellen. Ich suche mir den Endpunkt, wo die letzte Führungslinie, ich markiere das mal kurz, die blaue ist die Führungslinie, die ich gezeichnet habe. So. Ich muss wieder diese Führungslinie berühren und kann hier
mich wieder auf die Hilfslinie draufstellen, die Maus auslassen, 10 Meter, Enter. Ich kann mich aber auch natürlich genau wie beim Linienzeichnen einfach irgendwo hinstellen. Ich sage x minus 10, y 0. Dann bekomme ich auch, also x minus 10, y 0, deswegen gerade rüber. Und dann kann ich einfach mit der Maus einfach schließen. Und schon habe ich so einen 10 mal 10 Meter umfassenden Grundriss gezeichnet. Ich zeichne es mal auf eine andere Art. Natürlich, wenn ich die Wandfolge nehme, schaut das in Wirklichkeit auch nicht anders aus, nur dass ich gleich weiter zeichnen kann. 10, ich stelle mich drauf, lasse die Maus aus, 10, ich stelle mich drauf. Ah, da bekomme ich jetzt schon einen Hilfspunkt, den ich direkt nehmen kann. Klick, klick, fertig. Zurück. Wenn ich jetzt aber dieses hier verwende, kann ich direkt zeichnen. Momentan fällt die Wand allerdings in die falsche Richtung. Das heißt, ich drehe es einfach wieder um. Kann ich später auch, ist aber egal. Ich schreibe x, 10, y, minus 10, Enter und habe mit zwei Klicks sozusagen wieder meine 10 mal 10 Meter Hütte gezeichnet. Die letzte Methode. Ich gebe meinen Wert einfach ein, 10 Meter, und ziehe dann rechtwinkelig zu dem, was ich vorher gezeichnet habe, wieder mit 10 Meter mein Haus raus. Dann habe ich auch mein 10 mal 10 Meter, aber ich kann mich an irgendeine Richtung anpassen. Sonst müsste ich es drehen. So wie ich es jetzt zurückdrehe auf 0, ich markiere alles, also Steuerung D, das Drehen, Anfangspunkt der Drehung, Anfangswinkel, Endwinkel und ich habe es wieder gerade gestellt. Genau wie wenn ich mit Linien zeichne. So, jetzt möchte ich hier noch irgendwo in der Mitte eine Wandlinie reinzeichnen. Also ich gehe wieder auf Wand. Diesmal sage ich, okay, 38 ist für eine Innenwand zu viel, 25er Ziegel bei uns wäre ganz gut. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, bekomme ich den Mittelpunkt, weil ich hier diese Fangpunkte eingeschalten habe auf die Hälfte. Das heißt, ich kann mich draufstellen. Ich will natürlich dann Einzelwände haben, Entschuldigung. So, Einzelwand. Wenn ich das hier runterzeichne, dann sieht man, okay, die Wand wird zwar mit der Führungslinie genau in der Mitte gezeichnet, aber es ist dann trotzdem nicht in der Mitte, weil es ja auf die rechte Seite fällt. Das heißt, ich werde in diesem Fall dann zentriert als Führungslinien nehmen und eine Führungslinie mit der anderen verbinden. Also die Außen ist die Führungslinie, auch hier, Klick. Und ich bekomme sehr schön ausgefüllte Schraffuren für diese Wand. So, ich gebe das nochmal weg. Wenn ich jetzt von hier 3 Meter rüber will und dann eine Wand zeichnen will, dann ist es am besten, ich setze mir den Nullpunkt hier hin. Das heißt, ich fahre mit der Maus einfach in dieses Eck, drücke Alt groß, also Alt halten, groß Schreibtaste kurz drücken und dann sitzt der Nullpunkt hier. Der echte Nullpunkt ist immer noch hier, aber der temporäre ist einmal hier. Im Windows kann es sein, das kann ich jetzt hier am Mac nicht zeigen, im Windows kann es sein, dass mit Alt groß die Tastatur umgestellt wird auf englische Tastatur. Da steht unten neben der Uhr auf einmal ENG statt DOI. Wenn das passiert, dann mache ich es einfach noch einmal. Also Alt groß noch einmal, dann müsste unten wieder DOI stehen für deutsche Tastatur. Man kann die englische aber auch rausschmeißen aus der Systemkonfiguration. Oder dieses Tastaturkürzel im Windows verändern. Das ist also ein Tastaturkürzel, das im Windows und im Archicad gleich belegt ist. Und das kann Irritationen bedeuten. Wenn unten dann eng, also Englisch steht, dann ist Z und Y vertauscht und es gibt keine Ö und Ä und keine scharfen S. Aber wenn ich es dann noch einmal Alt groß schreiben und irgendwo hinklicke, um den Nullpunkt zu versetzen, dann wird dieses wieder umgestellt. So, und jetzt kann ich meine Wand, die möchte ich jetzt wieder außen, von hier 3 Meter weiter herüben erst beginnen. Das heißt, ich stelle mir jetzt die Maus auf diesen Nullpunkt, drücke auf X, 3, Y, 0, Enter und erst da beginne ich zu zeichnen. Und das ist jetzt wirklich genau die 3 Meter weiter herüben. Kann ich messen, M, ich drücke auf M, Klick, okay, da startet er genau 3 Meter hin. Dieses M, dieses Messen, kann ich in jedem Fall immer zwischendurch machen, egal was ich gerade mache.
So. Ja, das lasse ich jetzt mal. Wenn ich es im 3D anschaue, Störung 3, habe ich hier jetzt meine Kiste gezeichnet. Ich halte, um es so zu bewegen, die Großschreibtaste gedrückt, drücke das Mausrad oder die mittlere Maustaste rein und fahre mit der Maus herum. Wenn ich nur mit der Maus herumfahre, dann schiebe ich es einfach wie den Plan im Grundriss einfach hin und her. Also Großschreibtaste reindrücken und ich kann es bewegen, wie ich es mag. Einmal bewegen, einmal drehen, einmal bewegen, einmal drehen, ein bisschen wegradeln, irgendwo anders hinschieben. Muss da Großschreibtaste reindrücken, schieben. Das heißt, ich kann mich da wirklich ziemlich frei herumbewegen, indem ich das Ding immer wieder nehme und wegschiebe. Jetzt möchte ich eine Decke drunter zeichnen. Ich gehe mal auf Decke. Ich möchte gerne als Material Stahlbeton Decke. Die Decke soll nur 20 cm stark sein, 0,2, und sie soll minus 0,2 erst beginnen. Minus 0,2. Das heißt, ich zeichne jetzt eine Stahlbetondecke, die 20 cm unter mein Geschoss ge gebaut wird. Das heißt, direkt unter die Wand, da geht ja auch 20 cm runter. Das habe ich also eingestellt. Und sie befindet sich aber im Erdgeschoss. Das heißt, Decken zeichnet man immer unter das Geschoss rein, in dem ich mich gerade befinde. Okay, jetzt kann ich die Decke natürlich einfach nachzeichnen und so weiter. Ich kann aber auch gleich das Rechteck machen. Klick, dann hätte ich die Decke. Oder, was gescheiter ist, ich nehme da ganz gerne diese Funktion, was gescheiter ist, da habe ich die Decke. Ich drücke die Leertaste, bekomme den Zauberstab, bekomme hier eine blaue Linie, damit weiß ich, diese Kontur wird umfahren und ich klicke. Und schon, Steuerung 3, habe ich jetzt diese Decke gezeichnet. Und sie sitzt direkt auf der Wand, denn die Wand geht ja 20 cm weiter runter. Man sieht das hier an diesem blau eingefärbten durchsichtigen Raster. Da wäre die Geschosshöhe. Und sitzt genau auf der Oberkante der Decke. Und genau so sollte ich zeichnen. So. Gehe jetzt mal nur zum Zeigen, nehme ich die beiden Wände mit und die Decke nehme ich mit. Das habe ich jetzt, Moment, muss ich erklären. Ich habe hier einen Magneten. Wenn der Magnet eingeschalten ist, kann ich in eine Decke reinklicken und erwische sie. Wenn der Magnet ausgeschalten ist, erwische ich nichts, denn da muss ich irgendeinen Eckpunkt davon erwischen. Ich nehme jetzt mal Großschreibtaste Klick, die beiden Wände und jetzt möchte ich noch die Decke mit aktivieren. Das heißt, ich gehe auf Deckenwerkzeug, halte die Großschreibtaste, jetzt erwische ich die Decke. Klick. Jetzt habe ich die Decke, die Wand und die Wand habe ich ausgewählt. Steuerung C, damit es sich merkt. Dann gehe ich ins nächste Geschoss. Steuerung V. Ich füge diese Zwischenablage hier rein, muss einmal daneben klicken, damit es auch wirklich da ist. Wenn ich es jetzt in 3D anschaue, sieht man, was ich gemacht habe. Die Wand geht in Wirklichkeit bis Oberkante nächste Decke. Der Beton ist aber von der Verschneidungspriorität stärker und schneidet mir oben die Wand einfach ab. Das hat dann später Auswirkungen. Zu dem komme ich dann später. So, ich nehme das nochmal zurück. Zurück. Im Erdgeschoss kann ich jetzt Fenster und Türen einsetzen. Ich nehme einmal das Fensterwerkzeug, wenn ich da mal reingehe, Doppelklick oder STRG-HTST. STRG-HTST, da kommt immer die richtige Dialogbox. Dann nehme ich irgendein Fenster, ist ja ganz egal. Oder ein größeres will ich doch. Okay, dieses hier. Hier sind die Größen drinnen. 1,5 wird zu hoch sein, 1,3, sonst habe ich keinen Sturz mehr. In einer Höhe von 1 Meter über dem Geschoss, über dem Fußboden wird es dann eingesetzt. Da kann ich noch einen Anschlag reingeben. Da gebe ich jetzt Komma 1 rein, dass es 10 cm reingesetzt wird. Wir haben ja nur einen Ziegel. Okay. Und dann sage ich, ich fahre hier drauf auf die Wand und bekomme eine Sonne. Ich sollte eigentlich immer die Außenseite zeigen. Klick und dann die Hauptöffnungsrichtung. Entweder hier oder hier. Das heißt, Klick, Hauptöffnungsrichtung. Klick, Hauptöffnungsrichtung. Klick, Hauptöffnungsrichtung. Ich mache jetzt absichtlich überall
damit ich dann ein bisschen was habe. Ein paar Fenster rein, hier vielleicht auch noch, Hauptöffnungsrichtung, und das mache ich mit der Türe auch. Das heißt Türe, Eingangstüre, nehme ich irgendeine, die zum Beispiel. Okay, also sollte ich noch ein bisschen besser einstellen. Da möchte ich dann natürlich auch COM1 Anschlag haben. Okay, gehe ich von mir aus hier rein, öffne ich in diese Richtung. So, jetzt habe ich Innenwände, ich habe Öffnungen und so weiter. Jetzt kann ich das gleich bemaßen. Also, wenn ich jetzt, ich stelle jetzt gar nichts groß ein. Ich gehe direkt, Pfeil, markiere alles. Das ist Voraussetzung, dass ich alles markiere. Dann gehe ich in Dokumentation, Beschriftung, automatische Bemaßung, Außenbemaßung. Ich brauche jetzt nicht alle drei Maßlinien, weil dieses hier, ich habe keine vorspringenden Teile. Die Öffnungen möchte ich Mitte bemaßen. Ich könnte auch die Endpunkte, also die Öffnungen, direkt bemaßen. Ich habe es auf allen vier Seiten, 0,5 Abstand, und ich möchte immer die Gesamtstärke der Wand bemaßen. Ich könnte auch nur den Kern bemaßen, falls ich nur einen Kern hätte. Gut, okay. Der nächste Klick, der steht unten, klicken Sie auf ein Element, um die Ausrichtung, Bemaßungsrichtung zu definieren. Das bedeutet, jetzt braucht er einfach eine Richtung, wie er die Bemaßung machen muss. Deshalb klicke ich einfach eine Außenwand an der Führungslinie einfach an. Klick. Und das nächste, was er fragt, steht wieder unten. Die Lage der inneren Bemaßung soll ich definieren, also hier. Und schon bekomme ich alle Bemaßungen rundherum. Jetzt gefällt es mir nicht, dass diese Maßhilfslinien hier nicht zusammenstehen und ein bisschen in Richtung Punkt zeigen. Also ändere ich das mal. So, gehen wir näher hin, dass man es gut sieht. So. Ich gehe auf Bemaßung und ich möchte jetzt alle Bemaßungen aktivieren und sonst nichts. Also, ich stehe eh hier. Steuerung A, dann werden alle Bemaßungen aktiviert, weil ich auf diesem Bemaßungswerkzeug stehe. Steuerung HTST, kommt immer die richtige Dialogbox. Dann kann ich aussuchen, wie ich bemaße, das kann ich lassen. Ich möchte also von Punkt zu Punkt. Diese Maßhilfslinien, okay, die gefallen mir auch. Die Schriften gefallen mir, die Größe der Schrift gefällt mir. Was mir nicht gefällt, ist einmal, dass diese Maßhilfslinien gleich lang vorn und hinten sind. Ich möchte, dass das in die Richtung des Punktes zeigt. Das ist jetzt hier. Und momentan bin ich ja 0,5 auseinander, aber die Maßhilfslinie hinten steht ein bisschen nach hinten. Und ich weiß aus Erfahrung, mit 0,36 komme ich da ganz gut aus. Das bedeutet, hier von hier nach hier runter wird jetzt 0,36 gemacht. Nicht 0,5, da wäre es ganz runter. Ich sage mal okay, und schon sieht man, okay, die stehen in die Richtung, wo ich es haben will, dass es ziemlich eindeutig wird, was ich bemaßt habe, und sie verbinden sich zu einem schönen Block. Was gefällt mir jetzt noch nicht? Mir gefällt noch nicht, dass hier 1000 steht und nicht 10 Meter. Ich möchte gerne eine Meterbemaßung, aber alles, was unter einem Meter ist, soll in Zentimeter geschrieben werden. Das findet man unter Optionen, Projektpräferenzen, Bemaßungseinstellungen. Klick. Da ist momentan eine Einstellung, die heißt Önorm. Das ist das, was ich hier sehe. Ich möchte aber, wie gesagt, nicht Einheit Zentimeter, sondern Meter. Dafür zwei Dezimalstellen. Rundungsintervalle kann ich haben, stört mich nicht, aber ich will das 0 vor Komma verbergen. Und jetzt sage ich, jetzt ist hier, weil ich vorher auf Önorm gestanden bin und etwas geändert habe, ist hier ein neuer Eintrag, der heißt individuell. Den kann ich sichern als wie ich will. Okay, wie ich will. Und sage okay. Und schon habe ich Meter, Meter, Zentimeter, wie ich es brauche. Mit hochgestellten Halben. Jetzt könnte jemand auf die Idee kommen, dieses Fenster sollte eigentlich genau einen Meter von dieser Ecke weg sein. Das Einfachste, Steuerung E, ich schiebe das Fenster mal hin. Man sieht, die Bemaßung geht automatisch mit, weil die Bemaßung hier zusammenhängt. Nochmal, Steuerung E, von genau diesem Punkt in dieser Richtung. Hier sieht man schon das Geisterfenster. 1, Enter. Jetzt habe ich hier von dieser Ecke den Wert genau 1. Das kann ich messen oder ein Maß hinmachen. Ich habe hier schon
Maße, die ich auch eingestellt habe. Also Alt-Klick auf ein Maß, egal wo ich hier momentan gerade stehe. Hier ändere ich nichts. Also Alt-Klick auf so ein Maß. Er springt automatisch auf dieses Bemaßungswerkzeug und stellt es so ein, wie das hier ist. Das heißt, ich kann genau mit dieser Einstellung von hier nach hier bemaßen. Doppelklick, wo möchte ich es haben? Hier. Und man sieht genau der Meter, den ich rübergeschoben habe. Natürlich kann ich auch beim Einsetzen der Fenster von diesen Nullpunkten wegarbeiten. Zum Beispiel, ich habe den Nullpunkt jetzt mal hier hingesetzt, jetzt setze ich ihn hier runter, also Alt groß schreiben ist der Nullpunkt hier. Alt-Klick auf so ein Fenster, am besten auf irgendeinen Eckpunkt. Klick. Dann stelle ich mich mal hier hin und sage, von hier möchte ich das Fenster jetzt, Moment, 1, 2, 3, 4, 5 Meter weiter herüben zeichnen. Mit Einfügepunkt, Mittelpunkt. Ich könnte es auch vom Eck machen. Also von hier stelle ich mich rauf, x, 5, y, 0, Enter. Und schon stehe ich da. Jetzt habe ich aber das Problem, dass die Sonne innen ist. Das stört mich aber jetzt nicht weiter. Ich gebe mal das Fenster verkehrt her. Ich mache mal kurz eine Bemaßung. Also Alt-Klick von hier. Wo ist es? Hier. Meine 5 Meter ganz genau, die ich reingezeichnet habe. Und jetzt drehe ich das Fenster mal. Also Steuerung D. Und schon ist es richtig. Die Öffnungsrichtung kann ich mit Steuerung M noch einmal ändern, also welche der Hauptflügel, die Hauptöffnung ist. Das heißt, ich kann auch beim Einsetzen der Fenster, ähnlich wie bei der Türe, von einem Nullpunkt rüberspringen und von dort erst wegzeichnen. Das geht genauso. So, was haben wir bis jetzt im 3D? Schaut jetzt mal so aus. So, ich gehe ins nächste Geschoss. Hier sehe ich nichts. Wenn ich hier drauf zeichnen will, ist es günstig, dass ich dann das Erdgeschoss sehe. Das geht einfach, indem ich hier mit der rechten Maustaste auf dieses Erdgeschoss gehe, rechte Maustaste draufklicken und sage als Transparentpause anzeigen. Und schon befinde ich mich immer noch im Obergeschoss, aber ich sehe aufs Erdgeschoss durch und kann einfach drauf zeichnen. Klick dieses hier. Meine Decke. Nehmen wir diese hier. So, die nehme ich mit. Steuerung 3. Das heißt, hier sieht man dann sehr schön, wie die Sachen dann wirklich aufeinander sitzen. Was jetzt auch noch geht, wenn ich das alles markiere, dann habe ich ja die Wand und die Decke und die drunterliegende Wand und die drunterliegende Decke mit den Führungslinien ganz genau übereinander gezeichnet. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier irgendwas bei irgendeiner dieser Führungslinien bearbeiten will, klicke ich die blaue Linie einfach an, sage zum Beispiel, ich möchte jetzt die Wandkontur verändern. Man sieht, die Decke geht mit, die Wand geht mit und so weiter. Oder wenn ich einen Punkt reinsetze, nicht nur die eine Wand, die Führungslinie, die ich erwischt habe, sondern das, alle Geschosse übereinander kann ich so bearbeiten. Und die Decke und alles geht mit. Das geht nur im 3D. So, was auch noch geht, wenn ich hier eine Decke aktiviert habe, kann ich zum Beispiel auf Deckenwerkzeug gehen und hier, muss ich jetzt einmal kurz mit der Großschreibtaste Decke wegnehmen und wieder hingeben. So. Jetzt habe ich, ich mache es nochmal anders. Jetzt habe ich gar nichts markiert. Ich gehe auf Deckenwerkzeug, sage Steuerung A. Jetzt habe ich beide Decken aktiviert. Nur die Decken. Also mit Steuerung A wird immer das aktiviert, alles, was diesem Werkzeug entspricht. Weil ich das schon aktiviert habe, kann ich jetzt direkt reinzeichnen. Das heißt, momentan habe ich ja ein Rechteck. Wenn ich hier ein Rechteck reinzeichne, bekomme ich ein Loch in der Decke. Wie wenn ich einen Grundriss auch mache. Aber im 3D werden dann alle Decken mitgenommen. Das heißt, wenn ich in 3D so einen Durchbruch zeichne, dann habe ich ihn gleich durch alle Decken durch, egal wie viele Geschosse ich habe. Das geht nur im 3D. So. Ungefähr bis hierhin sind wir gekommen beim letzten Mal und weiter geht es dann nach den Weihnachtsferien. Ich wünsche euch allen ein frohes Fest, bleibt gesund, erholt euch gut von mir, von meinem intensiven Tutorial und lasst es euch gut gehen.
auf Wiederschauen.